Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Profi und es geht weiter zum nächsten Wettkampf zur WNBF. Heute nehme ich euch mit durch den kompletten Ladetag. Es wird nämlich der Kadaver aufgeladen. Ich hatte heute ein Lowest Weight In und zwar von 103,75. Also ich bin sehr, sehr niedrig, sehr, sehr lean und crispy, aber auch wirklich körperlich sehr erschöpft. Dementsprechend wird jetzt schön aufgeladen. Ich nehme euch durch den kompletten Tag mit, zeige alle meine Mahlzeiten. Heute gibt es ein richtig schönes Training. Wir werden ins Gym fahren. Push trainieren, also ein richtig, richtig geiler Tag. Ich hoffe, euch gefällt das Video, lasst mir ein Like und ein Abo da. Und jetzt starten wir direkt erstmal mit einer kleinen Roomtour, denn wir sind hier in einem neuen Airbnb und ja, die werde ich euch einfach mal zeigen. Ganz wichtig, Leute, Pokalos Gedanus ist auch am Start. Mein Pokal, über den habe ich mich riesig gefreut. Mega, mega geil, erster Platz. Ich habe mir die Pro-Card geholt im letzten Video, ihr habt es gesehen. Danke euch für den ganzen Support. Wir waren im Platz 19 auf den Trends, richtig, richtig geil. Nächstes Wettkampf-Video kommt. Heute gibt es mein Ladevideo. Wir starten rein mit der kleinen Roomtour. Da hinten ist das Bad und hier ist eigentlich unsere kleine und feine Unterkunft. Wir haben keine Waschmaschinen, keine Geschirrspüler und keine, was fehlt noch? Mikrowelle. Keine Mikrowelle, also eine absolute Katastrophe. Wir haben es uns auch ein bisschen anders vorgestellt und der Wasserhahn ist echt RIP, Leute. Aber Leute, leben in der Lage, dementsprechend kriegen wir alles hin. Heute wird Porridge im Topf gemacht, werdet ihr gleich sehen. So sieht die ganze Sache aus. Wir haben hier eine kleine Küche am Start. Der Herd ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Eigene Pfannen haben wir mitgenommen. Hier oben sind natürlich unsere Schüsseln, ein bisschen Vorräte am Start. Gewürze, hier der wichtigste Schrank von allen, der Supplement-Schrank. Der Kühlschrank ist hier seitlich. Und dann geht es weiter hier in unser Schlafzimmer. Hier habe ich mir so meinen Schreibtisch und meine Hustle-Station eingerichtet, um richtig schön zu arbeiten, um Voice-Overs rauszuhauen. Und dann hier Bett mit Schwangerschaftskissen hier. Das ist eigentlich relativ gemütlich. Da essen wir auch immer, verbringen wir immer den größten Zeit des Tages, wenn wir nicht im Gym sind. So, und jetzt geht es erstmal raus, Leute. Ich bin oberkörperfrei. Es geht raus zum Posen. Ihr wisst, in jeder Airbnb, da wird der Garten zerlegt. Denn hier drinnen ist es sehr, sehr schwierig, irgendwie ein Posing-Update zu machen. Ihr seht selber, das Licht ist nicht so nice. Soll immer von vorne kommen. Dementsprechend geht es jetzt raus. Und dann wird erstmal zwei Runden durchgepost. Plus 4 Minuten Grundpose halten. Viel Spaß beim Video. Viel Spaß beim Posing. Let's go. So Leute, Posing wurde erfolgreich durchgehustelt. 11 Minuten, zweimal komplett die Pflicht- und die Symmetrieposen durch und dann versuche ich nochmal 4 Minuten die Grundpose zu halten. Das sind so die Punkte, die mir aufgefallen sind, die ich noch auf jeden Fall verbessern soll. Ist jeden Morgen eine Qual, aber schön heute in der Sonne, war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich mache die ganze Sache draußen, weil drin ist es viel zu dunkel und zu eng für ein gutes Posing-Update, für gutes Licht. Hier draußen scheint die Sonne frontal auf mich und so kriegt man eigentlich ganz gute Aufnahmen hin. Wie gesagt, Posing ist durch. Jetzt geht's ab in die Küche zur ersten Mahlzeit. Ich freue mich schon riesig und ich zeige euch gleich, was es gibt. Jetzt ist Zeit für die erste Mahlzeit und dann gibt es bei mir ein Porridge zusammen mit Reisflocken. Ich benutze beim Laden sehr viel Reisflocken, denn Haferflocken, wenn man viel Haferflocken zu sich nimmt, hat mehrere Probleme. Erstens, sehr viel Ballaststoffe kann eben zu Verdauungsproblemen führen und Haferflocken haben nicht so viele Kohlenhydrate. Reisflocken sind basically nur Carbs und gehen bei mir sehr, sehr gut ins System. Ich liebe das und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die ganze Sache hier zubereite. Und so habe ich hier 150 Gramm Haferflocken und 100 Gramm Reisflocken reingemacht. Dazu kochendes Wasser und jetzt noch ein bisschen die Herdplatte angemacht. Das kocht jetzt hier schön durch. Das koche ich richtig schön auf, bis es dickflüssig ist. Übrigens, diese Reisflocken verwende ich immer für die Leute, die fragen. Aber ich kann schon so viel sagen, da wird auf jeden Fall was Geiles kommen. Und dann, wenn es hier richtig schön dickflüssig wird, also wenn es dickflüssiger wird, dann haue ich auf jeden Fall das Eiweißpulver rein. Und da gibt es bei mir auf jeden Fall No Way Milky Easter Eggs. Ist ja seit letztem Wochenende raus. Richtig, richtig nice. Habe ich hier schon abgewogen. Bisschen mit Pumpkin Spice Latte gestreckt, damit es noch geiler schmeckt.
Und jetzt, Leute, dann sehen wir uns gleich, wenn die erste Mahlzeit fertig ist und wir die erste schöne Loading Meal in den Körper rein befördern. Geil. So, Leute, die Mahlzeit ist fertig und so sieht die ganze Sache aus. Ich habe es jetzt richtig schön aufgekocht, nochmal ein bisschen Toppings drauf gemacht. Früchte und Gemüse halten wir in der Peak Week niedriger, denn in Früchten und Gemüsen sind halt eben sehr, sehr viele Ballaststoffe drin und zusätzlich auch Fructose, und das wollen wir halt eben ein bisschen vermeiden. Dementsprechend wird es ein bisschen nach unten gefahren, Gemüse und Obst, und dafür halt eben mehr Carbs. Dadurch habe ich erstens weniger Verdauungsprobleme, die Mahlzeiten gehen noch besser ins System rein, der Bauch bleibt noch flacher, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt bei der GmbF, dass das da besser aussah, und man hat allgemein weniger Probleme im Laden und die ganze Sache funktioniert besser. Als Toppings dürfen bei mir die Reese's auf jeden Fall nicht fehlen, und zu meinem Frühstück gibt es auf jeden Fall Strong. In Strong ist Kreatin und Ashwagandha drin. Leute, Strong ist wieder back im Shop, dementsprechend könnt ihr wieder zuschlagen, und zwar mit dem Code Kai, da bekommt ihr immer den besten Deal und spart mindestens 10%, egal was ihr euch bestellt. Denkt dran, die Adventskalender sind immer noch verfügbar. Bei einem Adventskalender gibt es 25 Euro Gutschein, bei zwei Adventskalendern 50 Euro. In jedem Adventskalender ist nochmal jeweils ein 10 Euro Gutschein enthalten. Bedeutet, bei der Adventskalender mit Code Kai spart ihr sehr, sehr viel Geld, über 70 Euro, und zahlt dementsprechend dann nur 72 Euro für zwei richtig nice Adventskalender. Wie gesagt, schaut einfach mal in den Rocker Shop und schlagt mit dem Code Kai zu. Wir essen jetzt richtig schön unsere Mahlzeit und genießen unser Strong. Nährwerte blende ich euch natürlich ein. Ich freue mich einfach auf den Ladetag. Einfach. So, Leute, Gönnung, neues Sieb am Video plus richtig schön Food, und Leon ist auch da mit den Streaming. So, Leute, währenddessen ich hier noch gearbeitet habe und schön das Showday Reel von der GmbF fertig geschnitten habe, beziehungsweise mitten dabei bin, hat Leonie, mein Schätzelein, mir schön ein Pre-Workout-Meal zusammengebaut, und zwar steht es schon hier. Ich blende euch die Nährwerte hier unten ein. 100 Gramm Rice Cream, 40 Gramm No Whey, dazu 100 Gramm Banane. Das gibt es jetzt bei mir als Pre-Workout-Meal zu essen. Und was gibt es bei dir? Habe ich schon gehört? Eis. Eis. Leonie ist Pre-Workout als Eis. Sehr, sehr nice. Sehr nice, sehr nice. Es Eis. So, Leute, Zeit fürs Gym. Leonie fährt. Gönnt sich einen schönen Monster. Bei mir gibt's 50 Gramm Gold Pump und auch ein Monster. Let's go, ab ins Gym. Viel Spaß beim Voiceover. Angekommen im CleverFit ging es dann direkt los mit der ersten Übung, und zwar hier die tibetanische Folter. Bedeutet, ich mache spezielles Seitheben, lehne mich mit dem Kopf gegen einen Gegenstand, gegen die Multipresse. Das sorgt dafür, dass mein Oberkörper leicht nach vorne geneigt ist. So arbeite ich perfekt in der Skapularebene und kann richtig schön meine seitliche Schulter treffen. Dann achte ich noch darauf, richtig schön die Negative zu kontrollieren, die Arme fast maximal durchzustrecken und wirklich richtig schön in den seitlichen Schulterkopf reinzuziehen. Hier mache ich auch einen höheren Wiederholungsbereich, 30 bis 50 Wiederholungen, 5 Sätze, und achte wirklich darauf, dass ich halt richtig schön die seitliche Schulter treffe. Ihr werdet auch sehen, von Wiederholung zu Wiederholung wird meine Range of Motion kleiner, weil halt eben oben die verkürzte Position immer mehr ermüdet, und dadurch wird der Bewegungsradius eben kleiner und ich gehe mehr über von der verkürzten Position mehr in die mittlere und dann auch eben in die verkürzte bzw. in die gedehnte Position rein. Ist eine sehr, 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 sehr intensive Übung, macht riesig viel Spaß, solltet ihr auf jeden Fall in den Trainingsplan implementieren, denn wenn ihr so viele Wiederholungen ausführt, dann merkt ihr erstmal, was es bedeutet, die seitliche Schulter richtig zu treffen und zu trainieren. Die Übung hat mir sehr, sehr viel geholfen, um halt eben das Feeling in der seitlichen Schulter deutlich nochmal zu verbessern. Danach ging es weiter mit der nächsten Übung, und zwar Schrägbankdrücken an der Multipresse. Hier hat die Leonie mir geholfen, denn anderes Setup, und da habe ich mir ein bisschen Sicherheit geholt von Leonie. Sehr, sehr gute Übung für die obere Brust. Richtig intensiv. Ich stelle hier die Bank auf Stufe 3 ein für die ganzen Leute, die immer fragen, und schaue auch wirklich darauf. Heute habe ich wieder maximal auf die Ausführungsqualität geachtet. Schaut mal an, wie ich die Negative kontrolliere. Ganz kurz Stopp und dann richtig kontrolliert aus der Brust rausdrück. Also heute lag wirklich Fokus darauf, keine PRs oder sowas rauszuhauen oder irgendwie großartig zu übertreiben, sondern wirklich mit einer maximalen Qualität die Muskulatur nochmal richtig wegzupenetrieren. Hier die nächste Übung. Ich liebe diese Maschine, weil sie inverted ist. Bedeutet, ihr drückt von schräg außen nach innen zusammen, und so habt ihr einen richtig guten Stretch unten und oben eine richtig gute Kontraktion. Zudem pausiere ich hier unten die gedehnte Position
Position noch 2-3 Sekunden, um halt einfach noch mehr Fokus auf die Dehnung zu setzen. Aber die auch komplett ohne Schwung, um halt eben wirklich die Qualität und das Gewicht 100%ig in der Brust, also damit auch in der Zielmuskulatur zu spüren. Danach ging es dann weiter mit Dips im Cluster-Set, um die Brust halt eben nochmal komplett aufzupumpen. Cluster-Set bedeutet, ich nehme ein Gewicht, hier 10 Kilo Zusatzgewicht und führe so lange 9 Wiederholungen aus, bis ich keine 9 Wiederholungen mehr hinbekomme. Mach 3 Minuten Pause und das Ganze sah dann bei mir so aus, dass ich 5 Sätze a 9 Wiederholungen gemacht habe und die Brust war danach richtig schön voll aufgepumpt und hier hat man auch einen sehr, sehr guten Overlap auf den Trizeps. Also der Trizeps arbeitet ja auch sehr, sehr gut mit. Der wird nämlich nachher noch trainiert. Hat riesig viel Spaß gemacht. Dann ging es weiter an die nächste Übung und zwar Bizeps. Am Push Day trainiere ich auch Bizeps. Das ist meinem Programming geschuldet, denn den Tag davor trainiere ich intensiv den Lat mit 3 Übungen bzw. mit 4 Übungen und die hintere Schulter nochmal mit einer. Dann gibt es noch ein bisschen Hamstring und Waden bzw. Bauch und dann war es das auch mit dem Trainingstag und da habe ich keinen Platz mehr für den Bizeps. Dementsprechend wird der Bizeps heute am Push-Tag mittrainiert und habe ich mir diese Maschine rausgesucht. CBAM hat in dem Video gesagt, the greatest machine of all time für den Bizeps. Dementsprechend habe ich mich für die entschieden. Richtig schöne Preacher Curl Maschine von Hammer Strength. Da habe ich noch ein Dropset rausgehauen. Sehr schwer trainiert, also 7 bis 11 Wiederholungen, beziehungsweise 5 bis 7 Wiederholungen. Richtig, richtig gut nochmal auf die Dehnung konzentriert und ihr braucht auch keine Angst haben, bei der Maschine reißt euch nicht der Bizeps ab. Da gibt es nämlich einen TikTok, das geht so ein bisschen viral oder ging viral, wo sich jemand beim Preacher Curl den Bizeps abgerissen hat. Wenn ihr mit gutem Gewicht arbeitet, mit einer guten Ausführung, dann braucht ihr euch da auf jeden Fall keine Sorgen machen. Dann ging es direkt weiter zur nächsten Übung und zwar Bizeps Curls sitzend mit der Kurzhantel. Hier überlädt man speziell sehr, sehr gut die verkürzte Position. Also wenn ihr das Gewicht nach oben curlt, wird es immer, immer schwerer und schwerer. Und das sorgt dafür, dass ultimativ viel Blut in den Arm reingepumpt wird. Ihr seht hier meinen Arm, der ist richtig prall, fett und muskulös bzw. vaskulin. Und die Übung hat nochmal ordentlich dazu beigetragen, die Arme nochmal richtig krass aufs nächste Level aufzupumpen. Ich habe dann hier sogar nochmal einen kleinen Dropset gemacht. Also zuerst 18 Kilo. 12 Wiederholungen gecurlt. Ihr seht hier, die letzte Wiederholung müsste das sein, also auch wirklich all out, weil die Arme ist eine kleine Muskelgruppe, die regenerieren jetzt bis zum Wettkampf relativ schnell hin und damit die auch ordentlich prall und on point aussehen, habe ich es mir da hier richtig gegeben und dann habe ich direkt mit den 10 Kilo noch ein bisschen nachgefeuert und bin nochmal richtig krass bis zum Muskelversagen gegangen, habe nochmal richtig schönes Blut in den Bizeps reingepumpt, damit war der Bizeps durch und wir gehen jetzt direkt weiter zum Trizeps. Für den Trizeps gab es heute nur eine direkte Übung und zwar Trizeps Extensions am Kabelzug und schaut euch an, hier bin ich am Muskelversagen angelangt. Natürlich mache ich das Ganze wieder in einem Superset und zwar mache ich danach Triceps Momentum Extensions und zwar achte ich darauf, dass ich hier mit richtig schön Momentum nochmal die gedehnte Position in der gedehnten Position richtig Dehnung und Stimulus reinbekomme. Sieht ein bisschen komisch aus, die Übung, aber ich sag's euch, testet diesen Supersatz mal aus, da habe ich auch ein Reel drüber gemacht. Ich mache davon 2 Sätze und mein Trizeps zerreißt und ich habe Muskelkater. Also das ist eine richtig, richtig heftige Übung, um den Trizeps nochmal komplett ans Limit zu pushen. Und ihr seht, mich hat es danach auch komplett zerlegt. Training war fertig und jetzt gibt es noch ein Posing-Update für euch. So habe ich mir hier in den Kursraum gestellt, da ist ein bisschen bläuliches Licht. Ich hoffe, ihr könnt das alles soweit gut erkennen. Eine Sache fällt mir auf, die Carbs sind auf jeden Fall ordentlich gut im System angekommen. Von dem ersten Ladetag haben gut reingezündet. Ihr seht, ich bin gut prall, kann alle Muskeln gut anspannen. Ich stehe auf jeden Fall sehr, sehr gut da. Die Front Double Bicep mit Vakuum sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe den Lat auch direkt anspannen können. Also es war eine sehr, sehr gute Posing-Runde. Hier seht ihr auch, die Brust ist auf jeden Fall gut prall. Das möchte ich auf jeden Fall dieses Mal auch auf die Bühne bringen, dass die Brust richtig prall ist. Also ich werde mich wahrscheinlich intensiver aufpumpen und auch richtig schön mit Carbs durchladen. Ihr schaut es euch an, der Rücken ist wirklich sehr, sehr on point. Bauch ist am Start, die Quads auch. Wie gesagt, die Farbe, beziehungsweise mein Hautbild ist noch ein bisschen fleckig, aber wir haben mich daraufgehend noch ordentlich durchgepeelt. Und ich würde sagen, war eine gute Einheit, gute Posingrunde. Jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Viel Spaß. So Leute, fertig mit dem Training. Ganz, ganz tief aus der Tasche kommt das Post-Workout-Meal. Heute kein Shake, sondern ein richtig schön leckeres Meal. Oh Gott, Leute, 50 Gramm. Rice Cream mit No Way Milky Schoko Eggs. Blende ich euch die Nährwerte hier ein. Direkt nach dem Training wird sich das gegessen. Schmeckt richtig, richtig lecker. I love it. Dann mache ich noch auf jeden Fall 1500 Schritte voll und dann geht's heim kochen, Leute. Training war sehr, sehr gut. Ich habe gemerkt, dass die Carbs reingezündet haben. War ordentlich prall. Ihr habt es gesehen in dem Form-Update davor, beziehungsweise in dem Posing-Video davor. Hat heute riesig Spaß gemacht. Morgen ist ein Rest-Day. Dann gibt es nochmal ein kleines Pumptraining und dann stehen wir auch schon auf der Bühne, Leute. Ich bin richtig hyped. Esst mal meine Rice Cream, die schmeckt so unglaublich lecker. Übrigens,
Am Wochenende, dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, passend zum Halloween, ist versandkostenfrei. Bedeutet, ihr habt die perfekte Möglichkeit, einzelne Produkte mal auszutesten. Meine Empfehlung auf jeden Fall No Whey Milky Choco Eggs. Dann natürlich Strong Once a Day und ansonsten den Gold Pump für ein geiles Training. Gönnt euch natürlich wie immer mit dem Code Kai für den besten Deal. Ich esse auf, jetzt geht's heim gleich. Kauft, sind einfach live und Liebe. So Leute, zu Hause angekommen, frisch geduscht im Bett. Wir haben mich noch richtig schön gepeelt. Wir haben nämlich ein Peeling gekauft, noch einen neuen Schwamm. Mein Ganzkörper nochmal richtig abgeschrubbt. Ich sag's euch Leute, da ist jetzt nach 5 Tagen nochmal so viel weggegangen. Also ihr seht es vielleicht, mein Hautton ist auf jeden Fall sehr nice. Gibt eine kleine Problematik, denn bei der WNBF am Wochenende ist kein Dream Tan, also die Draufklatschfarbe, zugelassen. Dementsprechend nur 2 Schichten Pro Tan oder 3. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was die Flaggenproblematik macht. Ich denke mal, das wird gut funktionieren. Ansonsten bin ich vielleicht sogar aufgeschmissen und habe Flecken und stehe so auf der Bühne. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Lukas hat da auf jeden Fall auch schon einen kleinen Masterplan ausgehackt, denke ich mir. Dementsprechend wird es mir auf jeden Fall ordentlich den Stress nehmen. Leni isst schon ihre leckere kleine Mahlzeit. Bei mir gibt es natürlich auch allmählich, blendet euch die Makronährstoffe ein. Ich sag's euch, 200 Gramm Reis ist einfach nur pures Leben. Dazu gönnen wir uns auf jeden Fall noch den Hobbit, den ziehen wir uns rein. Ich feiere das gerade richtig heftig. Und hier, ihr seht, die ganzen Subs sind am Start. Strong Pink Essentials, Süßgetränk, hier noch ein bisschen Tee, ganz da hinten noch meine Supplements, hier unten noch ein bisschen Wasser. Yes Leute, das war's mit dem Vlog, mit dem letzten Vlog und dem kompletten Ladetag. Heute habe ich sehr, sehr viele Carbs geladen. Ich blende euch hier mal die kompletten Makronährstoffe ein. Ich denke mal so 570 Gramm Carbs. Ist nicht so übertrieben, ultra krass viel, deswegen werden wir wahrscheinlich auch die kommenden 2 Tage noch ein bisschen die Carbs nach oben ziehen. Ich habe jetzt noch 2 komplette Ladetage vor mir und werde dann richtig schön prall auf der Bühne stehen. Die Form ist auf jeden Fall ein Ticken besser geworden. Nochmal zur GmbF, also es wird ein richtig, richtig geiles Paket und ihr könnt maximal hyped sein auf den nächsten Wettkampf, auf das nächste Wettkampfvideo. Lasst mir dafür auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Supportet mich natürlich mit dem Code Kai oder Leonie mit dem Code Leonie, denn Leonie gibt ja auch sehr, sehr viel Gas in der Wettkampfrede. Ich danke dir jetzt schon mal unglaublich vom ganzen Herzen. Wenn wir dann nach LA fliegen und nach Las Vegas, wird es nochmal ein richtig, richtig krasser Hustle. Aber da seid ihr natürlich dabei. Ich bin raus, euer glücklicher, fast schon prall aufgeladener Kai. Prallus Gedanus wird dann wieder am Wettkampf freigeschaltet. Wir sind jetzt raus und gönnen uns der Hobbit. Macht's gut, bis im nächsten YouTube-Video. Ciao!